So, dann willkommen zurück zu Yakuza Kiwami, dem Spiel, wo wir immer noch keine Hostess-Minispiele gemacht haben, weil es sich irgendwie noch nicht ergeben hat. Aber keine Angst, dazu kommen wir noch. Wir sind im Millennium-Turm, an dem wir jetzt versuchen, wir raus... Verdammt, sind wir ja unten, ne? Oder wie komme ich jetzt wieder hoch? Weil ich kann die Treppen hier nicht nutzen, oder kann ich hier... Ach, ich kann hier einfach rumrennen. Oh. Das ist ansonsten so Barrieren immer so sehr fest. Na gut. So, auf jeden Fall sind wir gerade im Auftrag des Floristen von Sai. Wir sind eigentlich im Auftrag von Takashi, was wiederum der Sohn von des Floristen von Sai ist, der davon aber nichts weiß, dass er ein Sohn ist. Also wahrscheinlich weiß er schon, dass er ein Sohn von irgendjemandem ist, aber er weiß nicht, dass er der Sohn des Floristen von Sai ist. Unterwegs, der Probleme mit seinem Mädchen hat, dem er schon ewige Treue geschworen hat. Aber er vermutet, weiß aus zweiter Hand, dass sie ihn fremd geht und sich mit anderen Kerlen trifft. Ich ahne aber, dass am Ende herzergreifend rauskommt, dass sie sich einfach nur prostituiert und versucht, Geld reinzubringen auf ihre eigene Weise. Weil er mit seinen Jobs, oder Takashi, der halt Kyoka ewig treu geschworen hat, einfach nicht so gut auf goldenem Boden landet. Und deswegen versucht, anderweitig Geld reinzukriegen. Mandossa? Oh, nehme ich jetzt 200 Müller immer drüben gerannt haben. Ach, wir gehen in das Schallack, nicht in die andere Bar. Was ist Angel, wo ich sonst mich immer treffe? So, hallo Takeshi, grüß dich. Oh, hey Kiyosan, wie läuft's? Er hat eine Minute, die er übrig hat. Lass uns gehen. Wow, echt? Gut, dass ich nicht wieder zurücklaufen muss. Takeshi, das ist der Florist. Ich, mein Name ist Takeshi. Mhm. Ich brauche nicht deine Lebensgeschichte, Kid. Weißt du, wie beschäftigt ich bin? Dann weißt du bereits, warum. Du möchtest Dreck auf ein Mädchen, das mit dem du zusammen bist, nicht wahr? Ich muss einfach nur wissen, was Kyoka tut. Ich habe nicht nach deinen Gründen gefragt. Du bist auf dem Markt für eine Info, die ich eventuell verkaufe. Das ist alles, nicht wahr? Ja, gut. Ein weiteres Mal. Du möchtest Info für ein Mädchen, das... mit der du weggelaufen bist. Genau. Sobald du die Wahrheit weißt, gibt es keinen Weg zurück. Bist du sicher, dass du es nicht bereuen wirst? Ich bin mir sicher. Egal, was passiert, ich will es rausfinden. Ich werde damit umgehen können. Ich kann es ab. Alles klar. Na gut, dann. お前が依頼したことだ。最後まで見るんだな。あれは。お父さん、何度もごめんなさい。 また仕事を辞めたそうだな。それは、たかしのせいじゃなくて。お前たちにはまだ無理だったんだ。もう、諦めたらどうだ。いつでも戻ってきていいんだぞ。ありがとう、お父さん。でも私、たかしのことを信じてる。今は悩んでるけど、きっといつか私を支えてくれる。 だから私、彼を支えてあげたい。頑固者め、全く誰に似たんだが。たかしがきちんと就職したら、何年かかっても必ず返します。あの男には期待しとらん。お前が惨めな生活を送るのが耐えられんだけだ。 Ah,
Also kurz vor der Besetzung, das war vor einer Woche, Papa, dann siehst du halt, wie sie telefoniert. Ja, ja, der übliche Ort, genau. Das ist Takashi, ist es gerade beschäftigt, wir können uns treffen. Und dann trifft sich halt in der Bahn, das stellt sich raus, es handelt sich um ihren Vater. Okay, das ist doch anders als gedacht. Und der, das liebt deine Tochter einfach nur so sehr, dass er dir irgendwie Geld gibt, weil das eigentlich ist geliehen, wie Kyoka gerade nochmal feststellt, weil er wird es auf jeden Fall zurückzahlen, sobald Takashi seinen Fuß irgendwo drin hat. Und sie glaubt ganz fest an den jungen Takashi, dass er irgendwie nochmal einen Job findet. Und das anscheinend ist auch der Vater wieder bestens informiert, dass Takashi da nicht so gut seinen Job findet. Ja, und jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen raus, dass Takashi irgendwie aus der Gefahr gegangen ist, was jetzt natürlich irgendwie schlecht für ihn ist und sein moralisches Grundwerk. Kyoka ist, ich bin so ein... Oh. Tja. Der Wasserfluss wird nicht deine Probleme lösen, Kind. Beide von euch, vielen Dank. Ihr beiden denkt wahrscheinlich, dass ich ein totaler Idiot bin, aber ich werde daran arbeiten. Ich werde so hart, wie ich nur kann. Ich verspreche es. Ich werde Kyoka glücklich machen. Taten sprechen lauter als Worte. Geh zurück zu Kyoka Takashi. Genau. Und find einen verdammt stabilen Job, was? Kein Wegrennen mehr, wenn es hart wird. Richtig. Dein Vater würde sich für dich schämen. Was weißt du denn schon mal von meinem Vater? Ich bin ein Informationshändler. Was weiß ich nicht über deinen Vater? Könntest du etwas über ihn herausfinden? Wo er jetzt gerade ist, was er tut? Ob er überhaupt noch am Leben ist? Es gibt nichts, was ich herausfinden kann. Herr Florist, können Sie meinen Vater finden? Hast du das Geld? Was? Meine Gebühr. Kannst du es bezahlen? Wie viel wäre das? Mehr als du dir jemals leisten kannst, das ist sicher. Es macht keinen Sinn, einen Wert zu nennen. Wenn du dich tatsächlich selbst über Wasser halten kannst und das Mädchen, dann kannst du vielleicht zu mir zurückkommen. Vielleicht können wir dann wie Männer reden. Was schulde ich dir denn für dieses Mal? Dieses hier geht auf Kiyos Kappe. Ich schulde Ihnen immer noch einiges. Vielen Dank. Danke Ihnen, nicht mir. Vielen Dank, Kiyosan, wirklich, vielen Dank. Du bist ein beeindruckender Vater. Das Ding, was mir halt wieder auffällt, das ist dadurch, dass Kyo halt im Gegensatz zu den meisten anderen Helden in Spielen halt immer so ein bisschen älter ist. Also der ist halt so, das Kyo ist glaube ich Mitte 40 oder Anfang 40. Ich glaube, er müsste irgendwie um die 40 rum sein. Ist er halt irgendwie mehr in dieser Vaterrolle drin, ne? Also der hat halt, ist halt irgendwie deutlich erwachsener als so manch andere Aktionshelden, ne? Die halt irgendwie deutlich jünger sind als Kyo zum Beispiel. Ja. Oi. Vater am Arsch, das war einfach nur professionell. Seit wann machst du Arbeit pro bono? Sei still. Wie ich schon sagte, wir sind jetzt quitt. Na ja, gut, das war die Vaterson. Ah ja. Jetzt rufst du wahrscheinlich Dingsbums hier an, Sayama, dass du bereit bist, loszureisen. Das war ja der einzige Grund für dieses Subquest. Ich bin bereit zu gehen. Erwarte dich, Mysterana, okay? Alles klar, ich werde dort sein. Sagt's einmal. Na gut, dann könnten wir jetzt entweder noch Majima bezahlen, ein paar lose Enden festzubinden. Tja, ich gehe mal nochmal zu Komaki, vielleicht kann ich noch was lernen. Aber ich war noch gar nicht bei der Akupunktur, fällt mir gerade so ein. Insofern kann ich wahrscheinlich gar nichts lernen. Das ist ja das Nervige, du musst nach Osaka zur Akupunktur. Oh, wer seid ihr denn? Du musst halt mitten durch die durchlaufen. Du musst nach Osaka zur Akupunktur laufen und danach kannst du dann wieder was bei Dingsbums hier lernen. Dieses Namen, ich kann das seinen Namen nennen, den habe ich gerade vergessen. Ach. Ich komme gleich drauf. Wie heißt der Mann? Er hat einen Namen. Komaki, genau. Die Komaki-Schule des Kampfes. So. Genau, so ist der gute Mann. Ja, das ist ja schon die nächste Prügel, oder? Ich stehe da mitten im... Ach. Ich würde gerade sagen, das ist Speckfeuer. Das sind bestimmt ganz schön Tiefschläge, die Kyo verteilt. Das kann ich nicht. So, das haben wir. Ich weiß immer noch nicht, was er sagt. Komaki lebt doch so ein bisschen wie so ein Penner. Also, das heißt ein bisschen, er lebt total wie ein Penner. Was er diesmal so sagen hat. Ah, also du bist endlich wieder da, mein größter Schüler. Heute
lernst du das Komaki Feuerwaffen Flip. Das lässt mich Gegner mit Waffen entgegenkämpfen, nicht wahr? Lass mich das beibringen. Na gut, alles klar. Lehre mich, alter Mann. Dein fortgeführter Enthusiasmus ist sehr willkommen geheißen. Aber wir werden sehen, wann dein Enthusiasmus abnimmt. Im Angesicht von Feuerwaffen. Die Fähigkeiten, die ich, vor denen ich kurz davor stehe, sie dir beizubringen, wurden ursprünglich entwickelt von meinen Urgroßeltern, die sich gegen Steinschlusswaffen erwehren mussten. Die Waffen, die du heutzutage in Kämpfen gelegentlich findest, nennt man ein Stück, nicht wahr? Wenn du es so packen möchtest. Aha! Mit diesen Fähigkeiten wirst du in der Lage sein, dass diese kleinen, niederträchtigen Schläger ein bisschen von ihrer eigenen Medizin spüren. Nun, für die Ausführung. Beginne einen Kampf nahe eines Gegners mit einer Waffe und dann drücke Y, wenn das Hitze-Icon auf deinem Bildschirm erscheint. Und als nächstes, mein geliebter Schüler, die Praxis. Oder wieso? Hauptsache, immer die Schubflitten. Alles, was du jetzt brauchst, ist den Feierarm-Flip, und den ich dir gerade beigebracht habe. Und du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe gefälschte Waffen für diese Lektion organisieren können. Sie können vielleicht wehtun, aber zwar vielleicht ziemlich sehr, aber sie werden niemanden töten. Und jetzt fang an! Achso, ich muss... Breitbutton für die Fighting Stance. Wann habe ich schon das letzte Mal die Fight... Ich habe noch nie die Fighting Stance benutzt. Ich zeige ihm deine Stärke. Der andere Typ hat vor allem mit 1 HP überlebt, ne? Wie auch immer er das gemacht hat. Na gut, das war anscheinend der Komaki Firearm Flip. Du bist wahrlich erstaunlich, mein geliebter Schüler. Dein Wachstum ist sogar noch schneller als das vom Moos, wenn auf einen verwitterten Felsen. So, das, schön, dass du dich darauf freust. Das ist alles von meinen Lektionen bisher, mein Schüler. Jetzt geh raus und führe dein Training fort. Er hat sogar einen Schrank hier draußen stehen, ne? Also wir könnten übrigens bei ihm weiterlernen, wenn wir unbedingt wollten. Aber ich tue das mal nicht. Mal Life Skills? Ich glaube, hier war das auch noch. Nee, wann ist ja? Battle Skills. Extrem starker Wurf. Oh, das klingt gut. Ach, verdammt. Boosted Heavy Attack, damit ich mache keine Heavy Attacks. Boost Combo Speed? Was hat ich increased Attack Speed? Das klingt eigentlich ganz gut. Ultimate Combo Speed. Das kann ich Town? Nee. Stun Resistance? Oh ja, das klingt gut. Blind Resistance. Es gibt leider so viele Lotus School Spearmanship. Ach, das muss ich auch noch extra lernen. Ah, das habe ich nämlich. Oh, Golden Ball. Also wie viele Trainingsdinger kann mir Mutti denn noch beibringen? Also der weiße Lotus. Die möchte ja von mir, dass ich irgendeinen Kuchen für sie organisiere. Ein bisschen wirklich Kekse. Aber ich habe echt keine Ahnung, wie ich diese Kackkekse herkriegen soll. Weil bis jetzt haben die sich irgendwie nicht so richtig gezeigt. Ich habe mir dass das Majima geworden ist. Ja, es gibt ja noch das Majima-Story-Ding. Da bin ich mir mal gespannt, ob das nur so zusammenhangslose Nebenquests sind, wo man irgendwie Leute verprügelt, oder ob da direkt nochmal Geschichte erzählt wird. Naja, wir werden sehen, wenn es denn soweit ist. Zur Seite, Pöbel. Aber hier vorne ist noch ein Supermarkt. Da können wir mal kurz einreiten. Vielleicht haben die ja die berühmten Kekse, die sind ja guten Tag. Ich möchte ja nicht diese Kekse kaufen, sondern ich suche halt Kekse und nicht irgendwelche welche Brötchen. Ja. Naja, ich kann hier diverse Sachen kaufen. Hab ich wissen, was zu essen auf Tasche. Vielen Dank. So, dann werde ich jetzt mal vor diesen Menschen hier das Zeug direkt wieder aufessen. Ich habe sogar 2 Bändchen schon auf Tasche. Ob ich die auch im Kampf essen kann? Oh, jetzt bin ich richtig voll. Kekse? Ja, eben nicht Kekse, er hat keine Kekse im Angebot. Ist hier
vorne ist da dumme Shotgun, genau, die gibt's nämlich auch nicht. Ich hatte gewartet, dass hier diese dumme Shotgun gibt's da so nichts zu essen. Aber ich suche auch immer noch ein Messer für diesen einen Typen in Osaka. Hallo. Was gibt's hier eigentlich? Es gibt hier 20 Takoyakis! Oh. Also falls ich eines Tages mal Japan besuchen werde, werde ich wahrscheinlich nichts anderes machen, als an jeden Straßenende Takoyaki zu kaufen. Sie ist kommen. Ansonsten gibt es jetzt tatsächlich nichts, was mich mal andersweise interessiert. Na gut, schönen Tag noch. Judy. Dann wollen wir mal zu Sayama und nach Osaka zurückfahren. Weil auch sie hat in Osaka ungeklärte Geschäfte mit ihren anscheinend immer noch Vorgesetzten. Prinzipiell ist ja eigentlich auf Weisen des Vorgesetzten nach Osaka gefahren. Was seid ihr denn eigentlich? Ihr kostet mich nur Zeit. Von den Yakuza, ne? Das ist... An dem Punkt, in dem wir gerade in der Story stehen... Oh, die haben sogar neu, die kann ich noch gar nicht. Warte mal, das... Eigentlich wollte ich nämlich dieses Schild hier nicht nehmen, um Leute zu verfügen. Oh. Toll. Jetzt kann ich gleich wieder was essen. Ich habe ja noch dieses Yakisoba hier. Gut Nudeln. Om nom 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 nom. Wo ich natürlich ein bisschen fraglich ist, wie lecker kann so ein Essen aus dem Dings schon sein, ne? Aus dem Supermarkt. Und legen wir los.遅いわよ。どうしたんだ。そんなもん取り出して。もう誰も信じられないわ。課長は今まで私に神室町にいたなんて話一度もしなかったわ。ずっと信じてきたの。別に別所がお前を裏切ったわけじゃないだろう。裏切りよ。私が四課でどんな思いをして今までやってきたか。 あの人だけは私のことを理解してくれてると思ってた。でも自分は裏でヤクザとつるんでたなんて。あなたには悪いけど、まず最初に府警に行ってもらうわ。人言派の事件を調べるのが先よ。勝手にやれ。俺は合田会長を探す。 勘違いしないでね。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。勝手な行動は許さないわ。いいわね。わかった。あ、 sie fahren Zug, nicht Auto. Also sie hat gerade erklärt, dass sie unbedingt noch beim Polizeiverquartier vorbeifahren möchte. Und dass ihm das eigentlich ziemlich egal ist, dann hat sie die Waffe gezogen und gesagt, ja, jetzt bist du immer noch in meiner, bist immer noch mein Gefangener. Mach hier, was ich möchte. Oh, fällt mir gerade ein. Suman na, konna dogo shika aite no te. Ma, hanashi suru niwa, koko ga ichiban ee yaro. で、わしに何の用や。二十数年前、神室町で起きた堂島組と神言派の抗争事件、課長が担当していたそうですね。何や取り調べみたいやの。そうや、わしが担当した。それがどないしたんや。課長、今回のミレニアムタワー爆破と強打陣、堂島大吾の誘拐の一件、神言派が絡んでいる可能性が高いです。 担当直入に聞きますが、課長何か知ってらっしゃるんじゃないですか。知らん。でも、まあ待てや。わしが知ってんのは昔の事件のことだけや。今回の事件のことなんか知ってるはずないやないか。じゃあなぜ今まで神言派のことを私に教えてくれなかったんですか。事件との関係性が見えへん以上、不必要に情報を伝える必要はない。混乱を招くだけや。本当ですね。ああ。
じゃあ、20数年前に起きた事件のことを教えてください。せやな。何から話そうか。もう聞いとるかもしれんが、当時わしは、カムロ署の4課におったんや。知ってます。それで堂島組の手引きをした。まあ、簡単に言うたらそうや。せやけど、それしか道はなかった。警察ではどうにもならんかったんや。 あいつらの実態はつかめんわ。略奪と暴行で市民は恐怖に陥るわ。人言派がカムロ町に拠点を構えてから手がつけられんほど町は荒れとったんじゃ。どんなことがあろうと、ヤクザとは裏取引をしてはいけない。それが腐敗の一歩になるんだと課長はいつも言ってるじゃないですか。あん時は他に方法がなかったんじゃ。 質問を変えます。消えたはずの人言派がなぜか今動いている。これについては何か知ってるんですね。当時人言派の構成員は36人の組織やった。このうち死体として発見されたのが33人。3人生き残りがいるってことか。 そうや。そのうちの一人をわしは知っとる。誰なんですか？教えてください、課長。蒼天堀にケーマという店がある。そこにおるわ。名前は？ 今は村井という名前で生きとるわ。村井ですね。佐山、村井を大阪に連れてきたんはわしや。村井っちゅう名前もわしがつけたんや。え？あいつは奇跡的に一命を取り留めた。けど人言派の掟は生よりも死。 復讐戦闘を生きることは許されん。そこで村井は生きることを選んだんや。せやから神室町から逃げる手助けをしたんや。他の生き残りからの報復を避けるためか。そうや。わしと河原が関西へ赴任するときに一緒に連れてきた。河原さんも関西に。 佐山。はい。今日付で身辺保護の任務は終わりや。え？命令や。理由を言ってください。人言派が絡んでるとなりゃかなりの危険が伴う。私が女だからですか？ちゃう。そんなこと言うとるんやないわ。4課の捜査範囲から外れたってだけや。 今更そんなこと言わないでください。犯罪者を取り締まる、それが私の仕事です。今回の事件はヤクザ狩りのようにはいかんのじゃ。相手は同じ人間じゃないですか。お前は人言派の恐ろしさを知らんから、そんなことが言えるんや。あいつら女やろうが子供やろうが手加減せんのんじゃ。でも私は。これは命令や言うとるやろ。 見ての通り頑固もんでの。佐山のやつ守ってくれるか。あいつ守れんのはあんたしかおらんねん。頼む。一つ聞きたいことがある。何や。河浦さんの発砲事件を知ってるな。 堂島組と人言派の事件と関係があるんじゃないのか。それに関西への赴任とも。これ以上のことはわしの口からは言えん。とにかく佐山のこと頼んだで。
hoffe, ich kriege jetzt gleich eine Sekunde, um das zu übersetzen, um das zusammenzufassen, weil das war recht viel. Ah, okay. So, kurze Zusammenfassung. Sie hat ihren guten Boss da eigentlich sehr vorgesetzt. Das ist Besho, den wir da zwischendurch erwähnt wurde in den Reports. Der war zusammen mit dem anderen Typen, dessen Namen ich schon mal vergessen habe, in Kamurocho unterwegs, der ein bisschen schießfütig war. Und der hat gemeint, der hat nichts von den aktuellen Ning-Wong-Zusammenhängen gewusst. Und er wollte auch nichts erzählen, weil es A, top secret und B, hier irgendwelche falschen Fährten zu legen, besonders zu benennen, ist halt auch nicht unbedingt die beste Idee. Und dessen hat er lieber geschwiegen. Danach kam noch heraus, dass von den ganzen, dass die Jing-Mom-Mafia 36 Mann waren, aber die nur 33 Körper gefunden haben. Und dass einer der Personen außerhalb von Osaka ein Stück lebt. Und dass er dafür gesorgt hat, dass der da rauskommt, dass man Ole Murai, so heißt er zumindest jetzt, mal durchaus mal fragen könnte, was der so alles zu den aktuellen Geschehnissen weiß. Das Ding ist halt bloß, die Jing-Mom-Mafia, das sind Koreaner, die haben so das gute alte Tod bevor Entehrung Motto. Das heißt, sie sterben lieber, anstatt sich halt irgendwie halt ernst zu lassen. Das ist halt wichtiger als, also die Ehre ist mal wieder wichtiger als irgendwie zu überleben. Was halt irgendwie ein bisschen nervig ist, wenn man halt irgendwie doch mehr an sein Leben hängt. Murai hat halt so ein bisschen mit dem Motto gebrochen. Ja, so viel dazu. Und am Ende hat Alo Besho noch gesagt, dass Sayama jetzt fertig ist mit ihren aufpassen Job, weil das ist nicht gut, weil die Jing-Bong-Mafia ist einfach viel zu gefährlich und auch Frauen und Kinder sind für die auch nur weitere Pflastersteine, die sie einfach kaputt haben, sondern eigentlich hat er Fleisch gesagt, dass er einfach mit in den Ofen schmeißen, ist kein Problem. Und dann meint er noch, Kiyo soll auf ihn aufpassen. Kiyo hat noch eine Frage gestellt, ob er dafür wusste, dass Ole Kawara, also ich sage nämlich, öfter mal die Leute zusammengeschossen hat, und da hat er eigentlich nicht, hat er nur gesagt, er hat bereits zu viel gesagt, und dann hat er den Raum verlassen und gesagt, hier, pass gut auf sie auf. Schönen Tag noch. Also, was ja irgendwie eine gewisse persönliche Verbundenheit von Besho und Sayama beinhaltet, nicht wahr?